Hi, ja, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um die große Frage: Sind Hülsenfrüchte schädlich oder gesund? Ich werde immer wieder gefragt von meinen Patienten und von Teilnehmern unserer Kurse, ob Hülsenfrüchte ein Problem darstellen oder nicht. Und ich bekomme auch immer wieder die Aussagen von vielen Menschen, dass sie Hülsenfrüchte nicht gut vertragen. Hülsenfrüchte, was ist es? Hülsenfrüchte sind alle Bohnen, Linsen, Erbsen und in all ihrer unterschiedlichen Couleur. Das sind die Hülsenfrüchte. Kichererbsen gehören auch dazu. Die werden übrigens häufig am meisten vertragen. Die haben am wenigsten Probleme oder machen am wenigsten Probleme. Aber die meisten Hülsenfrüchte können unter Umständen Schwierigkeiten machen. Und die große Frage ist jetzt, ist das irgendwie schlimm oder gut oder was steckt da eigentlich dahinter? Bei den Hülsenfrüchten ist so, jeder, der sich anfängt, eher pflanzlich zu ernähren, der kommt oft um die Hülsenfrüchte nicht herum, denn die sind eine tolle Alternative auf dem Teller, eine tolle Sättigungskomponente. Sie bieten neben guten Proteinen, bieten sie auch gute Kohlenhydrate an und natürlich einen Haufen Nährstoffe. Also mit einer Hülsenfrucht oder mit Bohnen oder Linsen kann man schon sehr viel Gutes im Körper erreichen, wenn man sich pflanzlich ernährt. Aber auch natürlich so auf dem Teller, Hülsenfrüchte hat man immer gerne mal dabei. Und wenn man die nicht gut verträgt, kann das verschiedene Ursachen haben. Die einfache, banalste Ursache ist, dass das Darmmikrobiom, das wir haben, nicht so gut klarkommt mit den vielen Ballaststoffen, die wir in den Hülsenfrüchten haben. Ballaststoffe sind grundsätzlich wichtig. Zu Ballaststoffen zählen die Stoffe, die wir selber nicht so gut verdauen können, die wir nicht brauchen unbedingt, essentiell für unseren Körper. Das sind also Stoffe, die einfach durch den Dünndarm durchgehen und dann im Dickdarm landen. Und im Dickdarm werden die dann verstoffwechselt durch Dickdarmbakterien. Und wenn man denen natürlich plötzlich sehr viele Ballaststoffe gibt, dann machen die eine Party im Dickdarm und dann merkt man das an den entsprechenden Winden. Ihr kennt das Sprüchlein, oder jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Das ist natürlich nach einer gewissen Gewöhnungszeit nicht mehr so schlimm. Also wenn man mit Hülsenfrüchten anfängt und die in die Ernährung mit einbaut, dann macht es Sinn, dass man vorsichtig anfängt mit kleineren Portionen und die Portionen können dann allmählich ein bisschen größer werden. Achtet einfach drauf, was ihr so vertragt. Also es ist eben irgendwann nicht mehr so, dass jedes Böhnchen ein Tönchen macht. Irgendwann könnt ihr Hülsenfrüchte essen, auch ohne lästige Winde. Aber was ist jetzt mit der Gesundheit? Was ist mit diesen Stoffen, die unter Umständen Probleme bereiten können? Nun, das eine, was wir in Hülsenfrüchten haben, was immer wieder in aller Munde ist, das sind die sogenannten Lektine. Lektine gibt es nicht nur in Hülsenfrüchten, die gibt es auch in Getreide, die gibt es auch in diesen Nachtschattengewächsen, also Tomate, Paprika und so. Und im Grunde gibt es Lektine eigentlich in jeder pflanzlichen Art Ernährung, mal mehr, mal weniger. In den Hülsenfrüchten sind Lektine drin und diese Lektine können tatsächlich im Körper Probleme machen. Lektine sind kleine Proteinbestandteile, die sich an Kohlenhydrate binden können, an Kohlenhydratstrukturen. Das bedeutet, dass Lektine sich im Magen oder im Darm an bestimmte Stellen binden können und dann dort zu Entzündungen führen können, zu Schädigungen führen können. Genauso gibt es bestimmte Organe, die auf bestimmte Lektine reagieren oder bestimmte Körperteile, wie zum Beispiel Gelenke. Es kann sein, dass Lektine ans Gelenk direkt gehen, aber sonst nirgendwo dran. Das könnte dann dazu führen, dass wir was essen und kriegen dann Gelenkschmerzen davon. Und dann sind es am Ende dann die Lektine, die da schuld sind. Lektine sind ein Problem auch für verschiedene Rezeptoren im Körper, zum Beispiel der Insulinrezeptor, der kann durch Lektine blockiert werden und plötzlich vertragen wir nicht mehr so viel Zucker, weil Insulin nicht mehr richtig in die Zellen kommt. Das kann dann an diesen Lektinen liegen, macht Sinn, dann da hinzuschauen. Ja, Lektine sind schwierig, wir müssen sie beachten. Also man muss darauf Acht geben und wir werden gleich darüber sprechen, wie man Hülsenfrüchte so zubereitet, dass Lektine keine Rolle mehr spielen. Das zweite große Thema, das sind die Phytinsäuren oder Phytate. Die sind in den Hülsenfrüchten besonders enthalten. Das sind sogenannte Phosphorspeicher. Das heißt, das sind bestimmte Bestandteile in der Hülsenfrucht, die Phosphate oder Phosphor speichern und in sich haben. Und zwar gar nicht wenig, das ist ein relativ hoher Anteil. Und wir wissen heute mittlerweile, dass Phosphate und Phosphor in der Ernährung ein großes Problem darstellen. Denn Phosphor bindet all die guten Mineralien, die wir im Körper so haben. Und es gibt Verbindungen ein, die sich gar nicht mehr so leicht lösen. Also es bindet Magnesium und Zink und Eisen, aber auch so seltenere Spurenelemente, die werden einfach durch Phosphate gebunden. Und dann stehen sie dem Körper so einfach nicht mehr zur Verfügung. Und wir können unter Umständen dadurch in einen Mangel kommen.
Das zweite große Problem bei den Phosphaten ist, dass es uns übersäuert. Ja, Phosphate sind eher Säuren und die Massenmineralien im Körper, die großen Massenmineralien sind Magnesium, Calcium und Kalium und eben Phosphate und Phosphor. Wir brauchen auch Phosphor. Es ist nicht so, dass wir das gar nicht brauchen. Das ist auch in jeder Pflanze, in allem, was wir essen können, ist ein bisschen Phosphor drin. Aber es kommt auf die Menge an. Und wenn wir Hülsenfrüchte essen, ist einfach unglaublich viel von diesem Phytin drin oder von dem Phosphor. Und es kann uns dann eben Probleme machen in der Form. Aber auch da werden wir gleich darüber sprechen, wie man es durch die richtige Zubereitung quasi in der Pflanze reduziert. Und das letzte sind die Trypsin-Inhibitoren, die in Hülsenfrüchten drin sind. Ähnlich wie die Lektine sind auch die Trypsin-Inhibitoren eigentlich eine Schutzfunktion der Hülsenfrucht, damit sie nicht gegessen wird. Also es schützt vor Fressfeinden. Und Trypsin-Inhibitoren hört sich kompliziert an. Es geht einfach darum, wir haben im Dünndarm bestimmte Enzyme und die machen unterschiedliche Dinge. Eins der Enzyme ist das Trypsin und das ist dafür verantwortlich, dass Proteine gut verdaut werden können und aufgeschlüsselt werden können. Und ein Inhibitor verhindert das quasi. Also Trypsin-Inhibitor unterbricht quasi oder stört die Verdauung von Proteinen. Und das ist natürlich schlecht, weil dann kommen unverdaute Bestandteile in Bereiche von unserem Darm, wo sie gar nicht hingehören und können dann da Probleme machen oder können irgendwelche Parasiten nähren oder irgendwelche Pilzstrukturen und dadurch kann die ganze Darmflora unter Umständen kippen. Und wir kriegen zu wenig Proteine für unseren Körper ab. Damit wäre dann auch das Problem gegeben, dass wir zwar Hülsenfrüchte mit viel Proteinen essen, aber die Proteine gar nicht wirklich bekommen wegen diesen Trypsin-Inhibitoren. Ja, was kann ich jetzt tun? Oder? Das ist die große Frage. Was kann ich tun, damit ich trotzdem mit ruhigem Gewissen Hülsenfrüchte essen kann? Wichtig ist zu wissen, die meisten Stoffe, die wir jetzt aufgezählt haben, also eigentlich alle drei großen wichtigen Bestandteile von den Hülsenfrüchten, die schädlich sind, die zersetzen sich, wenn wir die Hülsenfrüchte keimen oder ankeimen lassen. Das heißt, am besten die Bohnen, die ich vorzubereiten will, ca. 36 Stunden, vielleicht sogar 48 Stunden einfach in Wasser legen, Wasser einweichen, ja, Topf mit Wasser, die Bohnen rein, Deckel drauf, in den Kühlschrank stellen und keimen, ankeimen lassen. Das ist okay und danach das Wasser wegschütten, kurz durchwaschen und dann sind die quasi angekeimt. Ankeimen bedeutet, die Bohne denkt jetzt, okay cool, hier ist Wasser, ich kann jetzt wachsen. Das ist so das Kommando für die Bohne, wachsen. Und wenn die dann anfängt, innen drin passieren dann in den Hülsenfrüchten passieren Prozesse, wo dann diese ganzen schädlichen Stoffe gegen Fressfeinde quasi sich auflösen und wegverstoffwechselt werden und die guten Mineralien werden aktiviert, sodass das alles dann in diesen Keimling landet, damit dann letztendlich eine Pflanze daraus entstehen kann. Das ist das, was beim Ankeimen passiert. Das heißt, all diese ganzen Stoffe werden einigermaßen unschädlich gemacht. Und dann muss ich die Hülsenfrüchte kochen oder köcheln lassen. Am besten, je nachdem, was es für Hülsenfrüchte sind natürlich, am besten so circa 4 bis 5 Stunden einfach vorsichtig sanft köcheln lassen. Und dann sind wirklich die Stoffe zu 100% abgebaut. Hier gilt natürlich auch, es gibt Unterschiede bei den Menschen. Jeder verträgt Hülsenfrüchte ein bisschen anders. Manche vertragen sie ohne Probleme einfach so. Andere brauchen ein bisschen das Einweichen und dann kochen und dann vertragen sie gut. Und andere brauchen wirklich 48 Stunden Einweichen, 5 Stunden köcheln lassen und vertragen es dann erst gut. Also da dürft ihr ein bisschen experimentieren natürlich. Das ist jetzt hier keine, wo ich sage, so muss man Hülsenfrüchte immer zubereiten. Aber das ist ein Hinweis, falls ihr Schwierigkeiten bekommt mit Hülsenfrüchten, dann solltet ihr darauf achten. In jedem Fall solltet ihr die Hülsenfrüchte auf jeden Fall einweichen und dann einfach gut kochen, sodass ihr sie gut verzehren könnt. Es gibt Hülsenfrüchte, die kann man auch roh essen, allerdings manche eben auch eben nicht, die sind gefährlich. Und die rohen Hülsenfrüchte, die man roh essen kann, sollte man trotzdem immer keimen. Aber ihr kennt es, die Mungosprossen oder Kichererbsen kann man sprossen oder die ganzen Linsen kann man alles sprossen lassen. Das ist super, die kann man gut essen. Ich glaube, Erbsen kann man auch sprossen lassen, das geht auch noch. Aufpassen muss man unbedingt mit den ganzen Bohnen, diese dickeren Bohnen, also rote Bohnen, weiße Bohnen, die sind oft so toxisch, dass die, also in roh, dass man sie auf jeden Fall kochen sollte. Die sollte man nicht roh essen. Ja. Das war's von den Hülsenfrüchten. Also wenn ihr darauf achtet, müsstet ihr Hülsenfrüchte normalerweise gut vertragen und könnt von den ganzen wertvollen Bestandteilen der Hülsenfrüchte auch profitieren. Das ist ein ganz tolles, wichtiges Nahrungsmittel, das sich gut lagern lässt, das günstig ist und das wirklich gut geeignet ist für eine gute pflanzenbasierte Ernährung. Das war's von meiner Seite. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer wieder unsere Infos. Und ja, wir sind auch bei Facebook und bei YouTube vertreten, also könnt ihr uns dort auch besuchen. In dem Sinne, liebe Grüße, der Matthias und das Praxis Family Team. Ciao.